Herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Montag, diesmal mit diesen Themen. Die Regierungssitzung, die Virusmutation breitet sich aus, Truppenbesuch bei den neuen Teststationen in Oberkärnten und die Kärntencard-Aktion. 282 Fälle der britischen Virusvariante wurden bisher in Kärnten nachgewiesen. Am Wochenende wurde zudem der erste Fall der Südafrika-Mutation bekannt. 80% der aktuell infizierten Personen in Hermagor sind derzeit an der britischen Mutation erkrankt. Aus diesem Grund wurde das Contact Tracing verstärkt, Corona-Wohnzimmertests sollen zudem die Situation erleichtern. Das Land Kärnten hat 10.000 Selbsttests angeschafft, sie sollen ab Dienstag verteilt werden. Das Bauinvestitionsprogramm sowie der Demografiecheck Kärnten 2020 sind morgen unter anderem Themen in der Regierungssitzung. Bei der anschließenden Pressekonferenz können Sie über Kärnten TV, Facebook und Instagram wieder live dabei sein. In Hermagor waren kürzlich Landeshauptmann Peter Kaiser und Militärkommandant Walter Gitzstahler unterwegs. Sie überzeugten sich vor Ort von drei neuen Teststationen in Winklern, Oberdrauburg und St. Lorenzen im Lesachtal. Diese werden von den Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen. Für alle Inhaber der Kärntner Familienkarte gibt es die Kärntencard noch bis zum 6. März zum vergünstigten Preis. Damit zahlen Erwachsene statt 74 nur 50 Euro und Kinder 10 statt 37,50 Euro. Die Aktion wurde heuer sogar erweitert. Auch für Menschen mit Behinderung sowie eine Begleitperson ist die Kärntencard billiger.